Hallo, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister. Sonntag, 3. Mai und wir machen weiter in unserer Serie. Und zu Anfang eine Frage, wer ist Gott für dich? Wie ist dein Gottesbild? Und es gibt verschiedene Gottesbilder und die Frage, wer Gott für einen ist, hat auch einen entscheidenden Einfluss auf das, wie man betet, ob man betet, wie man glaubt und was man glaubt. Es hat einen entscheidenden Einfluss auf mein Handeln hier auf der Erde. Und es gibt verschiedenste Gottesbilder. Gott, der weiße Mann mit dem Bart, weiße Haare, langen Bart, hat irgendwann mal die Erde geschaffen und hat sich dann verabschiedet und guckt noch ein bisschen zu. Oder Gott als ein Cola-Automat. Wenn ich Hilfe brauche, gehe ich hin, hole mir meine Cola raus und sonst interessiert es mich nicht. So derjenige, der mir hilft, wenn es schwierig ist und wenn es gut geht, habe ich ihn wieder vergessen. Der Grüß August. Nett, schön. Ostern und Weihnachten gehe ich in die Kirche und das reicht dann eigentlich. Sonst möchte ich mein Leben selber weiterleben. Der Gott für uns ist, ist eine sehr entscheidende Frage und hat auch einen gewaltigen Einfluss auf das, wie gesagt, wie wir unser Leben führen. Und wir wollen uns heute weiter unsere Serie machen, und zwar The Famous Last Words. Also das sind quasi die letzten Dinge, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Das letzte Treffen. Und was hat er ihnen da gesagt, bevor er in den Himmel aufgefahren ist? Und da hat er was sehr Entscheidendes über seine Person gesagt, über das, wer er ist. Und wenn man das verpasst, was er da gesagt hat, verpasst man auch den Rest des Inhalts. Bevor wir uns aber die Stelle angucken, so the famous last words, möchte ich mit euch eine Stelle lesen aus dem Römer, Kapitel 1, Vers 19 bis 23. Und hier wird ein Stück hervorgehoben, wie wichtig es ist, darüber nachzudenken, wer ist Gott für mich? Wer ist Gott für mich? Welches Bild habe ich in meinem Kopf und in meinem Herzen über Gott? Da heißt es in Vers 19, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Erde sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung, denn trotz allem, was sie von Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt. Und sie blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in den Herzen, denen jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Weil sie sich für klug hielten, sind sie zu Narren geworden. An der Stelle der Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes stellten sie das Abbild des vergänglichen Menschen, die Abbilder von Vögeln, vierfüßigen Tieren und von Kriechtieren. Das ist erstmal ein bisschen eine deftige Stelle, eine deutliche Stelle hier im Römerbrief. Und er fängt damit an, dass man sagt, Mensch, eigentlich kann jeder Gott sehen, wenn er will. Wenn man rausgeht jetzt und sich die Schöpfung anguckt, dann kann man erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, wenn man genau hinschaut. Es gibt einen sichtbaren Beweis. Seine Werke sind ein sichtbarer Beweis seiner Schöpfung. Kein Mensch hat eine Entschuldigung, sagt Gott. Man kann sehen, dass es mich gibt. Und er schreibt doch in der Bibel, dass er diese Suche nach uns in uns hineingelegt hat. Dass alle Menschen eigentlich Gott suchen. Und dafür sind wir geschaffen, ihn zu suchen und ihn zu finden. Aber wenn Gott klein bleibt in meinem Kopf, wenn ich mich nicht damit auseinandersetze oder nur ganz kurz mal hinschaue, so ganz kurz mal einen Blick erhasche und dann wieder weiterziehe, wenn ich aufhöre, ihm zu danken, heißt es hier, dann verfinstern sich meine Gedanken. Dann verfinstert sich meine Sicht. Und es passiert das, was hier steht, dass man anfängt, Menschen anzubeten und wichtig zu nehmen. Und das sieht man in unserer Gesellschaft an allen Ecken und Enden, wie Menschen, Promis sozusagen, hochgehoben werden und sich so viel drum dreht, was sie denken, was sie sagen, was sie meinen, was sie anziehen und denen ein Raum gegeben wird, der ihnen gar nicht gebührt. Oder man macht sich Bilder von Tieren oder man macht sich Figuren, die man anbetet und Steine, die man anbetet.
Es ist alles Mögliche gibt es ja da, wo der Mensch sich sozusagen ein Bild schafft, wie Gott wohl ist und verpasst, sich den Gott anzuschauen, der real existiert und wer er wirklich ist. Und Gott beschreibt sich in der Bibel in unheimlich vielen Facetten. Wenn man Gott kennenlernen will, dann findet man ihn in der Bibel, im Alten Testament und im Neuen Testament. Jesus war Gott. Und wenn man sich Jesus anschaut in seinem Wesen, seinem Charakter, dann kann man lernen zu sehen, wer Gott ist. Wenn man ins Alte Testament geht, sind so viele Bilder gezeichnet über das, wer Gott ist. Und wenn man versteht, wer Gott ist, dann fängt man an, auch ihm zu danken. Wenn man versteht, wer Gott ist, dann fängt man an, Respekt vor ihm zu haben. Wenn man versteht, wer Gott ist, dann will man beten. Wenn man versteht, wer Gott ist, dann hat man den Drang zu beten, weil man weiß, ich brauche ihn. Und man lernt auch eine gesunde Ehrfurcht, also keine Angst zu haben im menschlichen Sinne, sondern eine Ehrfurcht, eine Bewunderung, einen Respekt. Und das ist auch eine Voraussetzung, um letztendlich in der Nachfolge zu leben, dass man Gott immer besser versteht. Umso besser, umso leichter wird einem die Nachfolge fallen. Und jetzt gehen wir sozusagen in Matthäus Kapitel 28 und schauen uns an the famous last words, die letzten Worte, die Jesus seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und das steht in Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Jüngern. Macht meine Menschen zu meinen Jüngern. Macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Sehr berühmte Stelle, auch in der Gemeinde haben die schon sehr oft und viel gelesen, viel darüber diskutiert. Das waren die letzten Worte, die Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, bevor er in den Himmel aufgefahren ist. Und sie treffen sich hier, Jesus hat gesagt, hey, kommt auf diesen Berg nach Galiläa, da möchte ich euch treffen. So, sie kommen dahin und sie sehen ihn und das heißt hier, dass sie sich bei seinem Anblick vor ihm niedergeworfen haben. So, sie haben was in ihm gesehen, was Göttliches in ihm gesehen. Und ihre Haltung war, wir werfen uns nieder. Sie sind auf die Knie gegangen, haben angebetet. Und die hatten jetzt 40 Tage mit ihm verbracht und überleg dir, was sie die 3 Jahre mit ihm erlebt haben. Wie viel Wunder die gesehen haben. Und jetzt vor 40 Tagen hatten sie die Auferstehung erlebt. Sie haben 40 Tage nach der Auferstehung mit ihm geredet. Wir haben letzte Woche über das Gespräch zwischen Petrus und Jesus gesprochen. Die haben unheimlich viel erwählt und eigentlich sollte man auch sagen, hey, wie können die denn noch zweifeln? Ich meine, wenn die schon nicht glauben, wenn die zweifeln, wie soll es mir denn gehen? Aber es sind auch Menschen gewesen und Zweifel gehören dazu, für uns alle, für mich auch, dass man immer wieder zweifelt und ringt damit. Und dann ist immer die Frage, was mache ich mit meinen Zweifeln? Gehe ich zurück in die Bibel? Gehe ich zurück und schaue mir an, wer Gott wirklich ist? Und es ist gut zu sehen, dass auch die Jünger damals gezweifelt haben, weil die waren nicht anders wie wir. Das waren keine Übermenschen. Und das lässt uns verstehen, dass wir alle gleich sind. Und Zweifeln gehört dazu. Aber die Frage eben, was mache ich damit? So, Jesus trat auf sie zu, heißt es in Vers 18, und sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, Doppelpunkt. Und dann kommt der Missionsbefehl. Und der Missionsbefehl ist gigantisch. Es ist der Auftrag, der an jeden Christen gilt, auch heute. Der Auftrag an jeden Christen, das Evangelium weiterzutragen. Und nicht nur weiterzutragen, sondern Menschen zu Christen zu machen, heißt es hier. Menschen zu Jüngern zu machen, indem man sie tauft und dann hört es nicht auf, sondern indem man sie lehrt zu halten. Und das sieht man auch, dass die Mission endet am Grab und nicht vorher. Sondern dass man sie lehrt zu halten. Und über dieses geht hin, taufet und lehrt zu halten, werden wir nächste Woche sprechen. Ich möchte heute vor allen Dingen über das sprechen, was,
diesen Vers einrahmt, nämlich mir ist alle Macht im Himmel und auf Erde gegeben. Und am Ende sagt er, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und ich möchte dich bitten, diese Woche dich auf die beiden Verse zu konzentrieren. Und das werden wir jetzt auch in der Predigt machen. Weil dann hast du eine ganz andere Haltung zu dem, was dazwischen steht. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Ich meine, alle Macht gegeben, was heißt das? Es ist schwer für mich vorstellbar, alle Macht im Himmel und auf Erden zu haben. Ich glaube, wenn wir Gott uns vorstellen, wie mir das geht, ist, ich vergleiche ihn halt oft mit menschlichen Eigenschaften. Ja, liebevoll zu sein, barmherzig zu sein, gut zu sein, glaubwürdig zu sein, nicht zu lügen. Okay, ich kann mir vorstellen, irgendwelchen Politiker, der vielleicht eine Macht hat, das könnte Macht sein, aber das ist alles eine sehr beschränkte Vorstellung, eine sehr menschliche Vorstellung. Und ich glaube, da ringen wir alle mit, uns menschliche Bilder zu machen über das, wie Gott ist. Der ist halt ein bisschen anders wie wir. Aber das ist nicht Gott. Weil da zimmer ich, wenn ich so denke, zimmer ich mir meinen eigenen Gott zusammen, der nie die Macht hat, die er eigentlich hat. Der nie die Kraft hat, die er eigentlich hat. Weil man kann Gott nicht einfach so mit uns Menschen vergleichen. Sondern zurück in die Bibel, da beschreibt er sich auf unzähligen Seiten. Du siehst alle Facetten von Gott, kannst du in der Bibel sehen. Von seiner Leidenschaft, seiner Hingabe, seinem Zorn, seiner Gerechtigkeit, seiner Allmacht, seinem Allwissen, all das findest du in der Bibel. Und meine Ermutigung ist, dahin immer wieder neu zurückzugehen, egal wie lang du Christ bist oder ob du zum ersten Mal heute die Predigt hörst. Geh in die Bibel und suche da nach dem, der Gott ist und setz dich mit dem auseinander und vergleich deine Gedanken mit dem, wie Gott sich selber beschreibt. Und das wollen wir jetzt machen. Wenn wir uns eine Stelle angucken im Jesaja Kapitel 40, weil dort beschreibt sich Gott auf eine ganz fantastische Art und Weise. Eben, denk dran, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. So, als Jünger Jesu, als Christ, wer ist jeden Tag bei dir? Wer ist das, zu dem du jeden Tag betest? Wer ist es, wer mit dir durchs Leben läuft? Und schau mal in Jesaja Kapitel 40 und wir fangen an, Vers 9 bis 11. Da heißt es, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht. Sag den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott der Herr, er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm. Was er sich erwarb, das geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Und hier beginnt eine ganz fantastische Stelle im Alten Testament, weil hier beschreibt Jesaja, wer Gott ist. Und er kündigt das richtig groß an. Ja, erhebt eure Stimme, fürchtet euch nicht, sagt den Städten, da ist euer Gott, guckt mal, wer jetzt kommt. So wie jemand, der mit einer Trompete vorausläuft und sagt, hey Leute, alle mal herhören, alle mal zuhören, alle mal den Blick auf das richten, auf den richten, der jetzt kommt. Und dann wird jemand beschrieben, nämlich ein Hirte beschrieben. Der Michael hat letzte Woche darüber gesprochen, ich weiß gar nicht, ob wir Schafe sein wollen, aber das Bild ist in der Bibel, dass wir Schafe sind und dadurch, dass wir alle gleich sind, das heißt, dass wir schwächlich sind, aber doch, dass wir schwach sind vor Gott. Aber dass wir Schafe sind und dieses Bild wird oft benutzt. Und Gott sagt, ich bin der Hirte. Und hier wird er beschrieben, er sagt, der die Lämmer in seinem Arm trägt, der die Mutterschafe führt. Es ist ein fürsorglicher Gott. Und ich weiß, manch einer hat Angst vom Alten Testament. Und ich kann dich nur ermutigen, setz dich mit dem Alten Testament auseinander. Ich kenne das, ich hatte auch Angst davor. Eine lange Zeit, weil ich wenig gelesen hatte oder wenig verstanden hatte von dem. Und es ist unglaublich, was für ein liebender und barmherziger Gott im Alten Testament, wie er sich da beschreibt und wie man das erkennen kann. Es gibt schwierige Stellen, es gibt deftige Stellen. Aber das ist nicht alles, was über Gott beschrieben wird. Und mit dem muss man sich auch auseinandersetzen. Aber das ist eine Facette von Gott. Es steht so viel über Gottes Liebe. Und ich habe persönlich sehr viel über Gottes Liebe im Alten Testament kennengelernt. Wie geht's weiter im Vers 12 bis 20? Und jetzt wird Gott beschrieben.
Wer misst die Wasser mit der hohlen Hand und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? Und er fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit seinem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Wer bestimmt den Geist des Herrn? Welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, dass er ihm Einsicht lehre und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten daran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe der Welt, ein Holz, das nicht fault und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wenn man jetzt hier die letzten Stellen anschaut, ist das Gleiche, was im Römer beschrieben wird, sozusagen, dass die Menschen versuchen, Gott in irgendwas reinzupressen, in ein Bild hineinzupressen, um sich Gott vorzustellen. Ja, ein Bild zu machen, ein tolles Holz zu nehmen, eine tolle Figur zu nehmen und irgendwie aus Gott was Besonderes zu machen. Aber das, was wir uns da ausdenken, wird uns niemals helfen, Gott wirklich zu verstehen. Sondern geh in die Schrift und guck dir an, wie Gott sich selbst beschreibt. Wie er auftritt, wie er redet, wie er handelt. Und hier im Jesaja wird beschrieben, ganz am Anfang, Vers 12, er misst die Wasser mit der hohlen Hand. So, wenn du die Hand nimmst, die hohle Hand hier, dann sagt er, so misst er die Wasser. Wenn er zum Chiemsee geht, einmal kurz rein, wahrscheinlich ist der Chiemsee ein kleiner Tropfen da drin, wenn man ihn überhaupt sehen kann. Das ist für ihn der Chiemsee. Er kann das so abmessen mit der hohlen Hand. So groß ist Gott. Das Himmelsspanne, ich meine, das Universum ist gigantisch groß. Gigantisch, wie viele Lichtjahre das sind, um zum nächsten Stern zu kommen, zum nächsten Planeten zu kommen, zur nächsten Galaxie zu kommen. Ich bin kein Physiker und ich kenne mich in den Details nicht aus, aber das ist gigantisch. Und Gott sagt, na, aus meiner Sicht ungefähr so breit. Na, vielleicht so breit. Ja, das ist die Spanne meiner Hand. So kann ich das messen, aus Gottes Perspektive. Er kann das Gewicht der Berge mit einer Waage messen. Ich meine, stell dir das mal vor, Zugspitze. Berge sind fantastisch, Zugspitze. Er sagt, pff, easy, kann ich locker messen. Ich habe das Ding gemacht. Das ist mir nicht so schwer. Easy, kann ich einfach so messen. Dann heißt es in Vers 13, wer bestimmt den Geist des Herrn, welcher Ratgeber unterweist ihn? Ich meine, wir müssen so viel lernen. Wir wissen so wenig. Wir pusten uns manchmal auf als Menschen, wie viel wir alles wissen. Wir gehen zur Schule, wir lernen viel, wir machen vielleicht Ausbildungen und sind handwerklich geschickt und lernen neue Dinge. Wir arbeiten an Universitäten und lernen viele Sachen zu verstehen. Und das ist fantastisch. Aber im Vergleich zu allem Wissen, was es gibt, ist es echt nichts, was der Einzelne weiß. Und wir brauchen einen Lehrer von klein auf und bis an unser Lebensende gibt es andere, die uns was beibringen können. Bei Gott ist es nicht so. Der braucht keinen Lehrer, der hat noch nie jemand gebraucht. Der muss auch niemand um Rat fragen. Das hat er gar nicht nötig. Gott hat keine Ratgeber, weil das Wort Problem oder ich weiß nicht, wie es weiter, taucht in seinem Denken nicht auf. Ich meine, ohne Rat, wer von uns könnte wirklich vernünftig sein Leben führen, ohne Rat zu holen? Sei es über Kindererziehung, sei es über wie man eine Ehe führt, wie man seine Arbeit macht. Wir brauchen Rat in unserem Leben. Gott braucht keinen Rat. In Vers 15 heißt es, siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer. Da geht es nicht darum, dass wir nichts wert sind, sondern der Vergleich, wie groß ist Gott und wie groß sind wir? Und wenn du mal so einen Mini-Eimer, ja, wenn du mal überlegst, so ein Tropfen am Eimer, hier oben am Rand, so ein kleiner Tropfen, alle Völker. Momentan um die 7 Milliarden Menschen, ein kleiner Tropfen. Mehr ist es nicht im Vergleich zu Gott. Und Gott kann mit diesem Eimer rumlaufen und dieser kleine Tropfen sind alle Menschen. Das ist ein Größenvergleich, der uns helfen soll zu sehen, wie gigantisch groß Gott ist.
Da geht es hier weiter. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten ihm als nichtig und eitel. Was will Gott damit sagen? Er will nicht sagen, dass das Völker nichts wert sind und dass wir keinen Wert haben, weil Gott hat uns Menschen geschaffen und er liebt uns Menschen und er ist gern mit uns zusammen und er will eine Beziehung mit uns haben und er ist unser Schöpfer. Aber er will uns zeigen, wie groß er ist und wie wichtig er ist im Vergleich zu uns. Ich meine, wir Menschen, wir heben Leute auf den Podest, wir heben Menschen auf den Podest, als wenn die Wunders was wären. Und Gott sagt, Leute, hebt mich auf einen Podest. Schaut euch an, wer ich bin. Lasst uns weiterschauen, Vers 21. Da heißt es, wisst ihr es denn nicht? Hört ihr es denn nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr es nicht gelernt von Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier, er breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind. Und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesetzt, kaum wurzelt ihr Stamm in der Erde. Da bläst er sie an und sie verdorren. Und wie ein Wirbelsturm führt er sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Wieder die Frage, mit wem willst du denn Gott vergleichen? Und er sagt ja, ich meine, ihr habt es doch gelernt von Anfang an. Gott thront über der Erde und die Menschen sind wie Heuschrecken. Wieder ein Bild. Diese gigantische Größe von Gott und die Winzigkeit des Menschen. Und mach dir das mal bewusst, dann wird dein Gebet anders werden. Mein Gebet verändert sich, wenn ich mir bewusst mache, mit wem ich rede, wie klein ich bin und wie groß er ist. Wie klein und wie winzig mein Leben ist im Vergleich zu seinem. Wie nichts mein Wissen ist und meine Erkenntnis und meine Einsicht im Vergleich zu dem, dass Gott alles weiß. Und er redet hier von, er gibt die Fürsten preis, die Richter der Erde. Ja? Wir machen so viel Wind um Menschen, um Präsidenten, um Könige und Richter, Leute, die Macht haben. Und die haben hier für uns Menschen eine riesige Macht. Und die haben einen großen Einfluss. Und das, was manche machen, manche Diktatoren auch machen, hat einen sehr traurigen Einfluss auf uns. Aber aus Gottes Perspektive, die kommen und gehen. Das ist ein Windhauch. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, ja, 1000 Jahre sind wie ein Tag. Das ist ein Windhauch. Ein 80-jähriges Leben kommt für uns sehr, sehr lang vor. Ich meine, je älter man wird, desto schneller geht's. Aber es kommt uns grundsätzlich lang vor. Aber für Gott sagt, es ist ein Windhauch. Ja, wenn du unser Leben nehmen würdest und eine Linie nehmen würdest, ein Seil spannen würdest, vom hier bis zum Mond und sagen würdest, das ist Ewigkeit. Das ist ewige Leben. Dann ist unser Leben auf dieser Linie ein kleiner, winziger, winzig kleiner Punkt. Und die Frage ist, mit was beschäftigen wir uns mehr? Mit diesem winzigen Punkt oder mit dem Rest auf dieser langen Linie? Was hat mehr Einfluss? Die Ewigkeit auf unser Handeln, Gott auf unser Handeln oder mein kleines Bild von dieser Welt? Oder Menschen, denen ich Macht über mich gebe oder Raum über mich gebe, dass ich sie bewundere, dass ich irgendwelche Promis habe als Vorbilder. Ist es das wirklich wert? Wieder die Frage, mit wem vergleichst du Gott? Wie groß ist dein und mein Gottesbild? Machen wir weiter, Jesaja 40, Vers 26 bis 31 sagt er, hebt eure Augen in die Höhe und seht. Schau nach oben. Wer hat all dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus, er ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und Stärke ist so groß, dass nicht eines fehlt. Warum sprichst du Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke dem Unvermögten. Jünglinge werden müde und matt und Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren,
kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was für ein fantastisches Bild. Er sagt, Jünglinge straucheln. Männer strauchen oder Jünglinge werden müde und matt und Männer strauchen. Wir alle strauchen. Wir alle haben Ängste, wir haben Unsicherheiten, wir haben Zweifel, wir machen Fehler, wir sündigen. Ja, sündigen heißt am Ziel Gottes vorbeischießen, an Gottes Willen vorbeischießen. Das tun wir alle jeden Tag. Und wir haben Ängste und Dinge, die uns beschäftigen hier auf der Welt. Aber er sagt, hey, komm zu mir. Schau dir an, wer ich bin. Und ich werde dir neue Kraft geben, dass du wieder auffahren kannst wie ein Adler, ein majestätisches Tier, dass du wieder aufatmen kannst und wieder Leidenschaft bekommst und wieder nach vorne gehen kannst und wieder fliegen kannst und wieder einen richtigen Blick hast von deinem Leben. Sagt es Gott, das mache ich, sagt Gott hier. Und er beginnt damit, sagt, guck nach oben. Schau mal in den Himmel, geh mal raus. Ich meine, wir waren abends jetzt öfters spazieren, abends noch um 9 oder um 10 Uhr, sternenklare Nacht und es war fantastisch, die Sterne zu sehen. Wer hat sie gemacht? Das kann man physikalisch jetzt betrachten oder schöpferisch. Gott hat sie alle gemacht. Alle, er kennt jeden beim Namen, er kennt jeden Stern beim Namen. Überleg dir das mal. Wir kennen einen Bruchteil und sind begeistert, wenn wir einen sehen, mit so einem Hubble. Und wenn wir das sehen, das Teil, sind wir ganz begeistert und wir kriegen Bilder geschickt und sind fasziniert von allem, was wir erkennen im Universum. Gott sagt, naja, habe ich alles gemacht, ich kenne die alle per Namen, ich kenne die alle persönlich. Und dann wird auf einmal hier, wird Gott hier sehr persönlich im Vers 27. Warum denkst du, Jakob, mein Weg ist im Herrn verborgen? Und mein Recht geht an meinem Gott vorüber. Kennst du das, dass du denkst, Gott, was ist mit mir? Hörst du mein Gebet überhaupt? Verstehst du überhaupt, was ich gesagt habe? Bin ich es wert? Hörst du mir eigentlich zu? Und eigentlich ist ja fast eine Klage, wenn eigentlich ist dir doch egal, was in meinem Leben los ist. Und Gott sagt, nein, nein, das magst du so denken, aber so bin ich nicht. Das magst du so fühlen, aber das ist nicht, wie ich denke und über dich empfinde. Ich werde nicht müde und ich werde nicht matt. Und ich höre dein Gebet. Ich kenne jeden deiner Gedanken, jede deiner Gefühle. Ich kenne, weiß alles, was in deinem Leben los ist. Und ich bin 100% präsent bei dir. Lass dich nicht von deinen negativen Gefühlen leiten. Lass dich nicht von deinen Bildern leiten. Sondern geh in die Bibel zurück und schau dir an, wer ich bin. Ich werde nicht müde und ich werde nicht matt. Und ich bin bei dir. Ich höre dich. Ein fantastisches Bild, was hier im Jesaja gezeichnet wird. Und wenn wir am Schluss jetzt zurückgehen in Matthäus 28, heißt es, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben, im Vers 18. Und dann kommt es darum. Und am Ende, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Welcher Gott geht mit dir? Wer wird diese Woche mit dir im Gebet sein? Und möchte uns alle inspirieren und auch ermutigen, euch die Stelle zu nehmen, die nächsten Tage zu studieren, euch damit auseinanderzusetzen und bewusst eure eigenen Bilder, unsere eigenen Bilder auszutauschen gegen das, was in der Bibel steht. Unseren kleinen, winzigen Grüß August, diesen kleinen Onkel mit weißem Bart, diesen, der nicht an mir interessiert ist, beiseite zu legen und den Gott zu nehmen, der er wirklich ist, wie er sich in der Bibel beschreibt, und den anzubeten. Bitte Gott, dass er dein Denken verändert. Bitte Gott, dass er den Hunger gibt nach ihm. Bitte Gott, zu verstehen, wer da jeden Tag bei dir ist bis zum Ende der Welt. Ich wünsche euch eine fantastische Woche, eine gute Zeit, darüber zu meditieren, darüber nachzudenken, darüber zu beten, wer Gott ist, und sei bitte mutig. Sei A, ehrlich zu dir selbst und sei demütig. Sei ehrlich zu dir selbst und sag, wow, wie ist mein Gottesbild wirklich? Leg eine religiöse Form ab, deine religiösen Bilder im Kopf und sag, ist es wirklich der Gott, den ich anbete, wenn ich ehrlich bin? Wie geht es meinem Hunger nach Gebet? Da steckt viel hinter, ist die Frage, wer ist denn dein Gott? Und sei demütig und lass dich verändern. Leg ab. Leg ab. Wir haben die Woche über Kleider geredet, Kleider abregen. Leg ab deine alten Kleider. Leg ab deine schrägen Gedanken über Gott
und zieh dir neue Gedanken an. Zieh dir das an, was in der Bibel steht und wie Gott in der Bibel beschrieben wird. Ich wünsche euch eine tolle Woche, eine inspirierende Woche. Ich freue mich, euch nächste Woche wieder zu sehen. Wer sagt, ihr seht mich und hört mich. Und wir werden dann weitermachen in Matthäus 28 mit dem, was zwischen diesen beiden Versen steht. Und wünsche euch eine inspirierende Woche. Macht's gut.